Spiele, Kunst, Theater. So feierlich leitete die Ecolair am 20. Juli den Sommer ein. Nach Beginn der Veranstaltung, die mit einem Quiz von Schülern der 10. Klasse eingeleitet wurde, bot die Privatschule außerdem für den Rest des Nachmittags ein breit gefächertes Programm. Startend mit Theateraufführungen wie Frau Holle oder für die größeren Fluch der Karibik gab es auch einige musikalische Darbietungen. Außerdem gab es zum Abschluss noch eine Versteigerung der besten Bilder, die die Schüler der Klasse 8c dieses Schuljahr malten. Die Ecolair verabschiedete ihre Schüler somit gelungen und mit viel Spaß in die wohlverdienten Sommerferien.